Herzlich willkommen in meiner Wohnung. Ein paar von euch haben vielleicht schon einige Eindrücke in meiner Instagram-Story gesehen, doch ich selbst mag solche Wohnungs- und Einrichtungsideen-Videos ziemlich gerne. Deswegen hatte ich total Lust, das auch selbst zu machen und ich würde sagen, wir legen direkt los und ich zeige euch meine Wohnung. Ich dachte, zunächst gebe ich euch erstmal ein paar Eckdaten zu der Wohnung. Und zwar ist das eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Sie ist ungefähr 65 Quadratmeter groß. Das heißt, die Räume sind relativ groß und weit. Der Fußboden wurde komplett neu gemacht. Dafür ist das Badezimmer aber relativ alt. Und aktuell befindet sich die Wohnung in dem Zustand, dass hier zwar schon ein bisschen was drin ist und man hier theoretisch auch schon wohnen könnte, aber eben noch sehr viele Möbel fehlen. Doch ich dachte, es ist vielleicht auch interessant zu sehen, wie es vorher aussah und wie es dann am Ende aussehen wird. Was ihr eben gerade so ein bisschen im Hintergrund gesehen habt, war der wunderschöne Flur. Hier ist die Eingangstür. Dort steht schon eine Kommode und ein Schrank, was bisher beides ja mehr oder weniger als Schuhschrank dient. Also hier sind fast nur Schuhe drinne. Und hier werde ich mal sehen, was da noch so reinkommt. Bisher ist es ziemlich viel Krimskrams einfach nur. Und hier ist eine Ecke, die möchte ich gern zur Garderobe machen. Das heißt, da oben kommen so Jacken dran. Das möchte ich auch noch weiß folieren, dieses Brett. Und hier habe ich noch ein Schuhregal, für das ich irgendwie keinen Platz habe. Mal sehen, was damit passiert. Und ansonsten sind hier halt die Türen zu den anderen Zimmern. Und das war es eigentlich auch schon zum Flur, würde ich behaupten. Die Möbel, die ihr eben schon gesehen habt und auch fast alle anderen Möbel, die sich jetzt hier befinden, habe ich von meinen Vormietern abgekauft und alles andere muss eben noch dazukommen. Was ich auch abgekauft habe, ist diese Küche, die ihr hinter mir seht. Eine ganz lange, sehr große Küchenzeile, das finde ich mega super. Die Waschmaschine habe ich auch abgekauft, der Mixer ist meiner. Aber es ist total gut, weil hier ist ein Herd und ein Geschirrspüler. Das ist das, was ich eigentlich immer haben wollte. Also Geschirrspüler ist so eine Erleichterung. Und hier ist noch der Kühlschrank, den habe ich noch mit Essig gereinigt, deswegen lüftet der jetzt noch so ein bisschen aus, bevor der wirklich benutzt werden kann. Und für die Küche habe ich folgende Pläne, dass ich hier eben noch einen kleinen Esstisch hinstellen möchte. Das sollte platztechnisch eigentlich relativ gut funktionieren. Und ansonsten eben ja vor allen Dingen die Schränke füllen. Die sind nämlich jetzt noch ganz schön leer. Jetzt befinden wir uns im Schlafzimmer und hier steht das einzige Möbelstück, was ich besitze, was noch meins ist. Und zwar ist das mein Bett. Und wer meine ganz, ganz alten Videos kennt, der wird dieses Bett vielleicht wiedererkennen. Ansonsten steht hier jetzt noch ein riesiger Kleiderschrank. Der ist so groß, dass ich nicht glaube, dass ich den komplett ausfüllen kann. Aber irgendwie wird das schon funktionieren. Aber ich weiß nicht, ich hatte sonst einen Kleiderschrank, der war vielleicht eins von diesen drei Teilen, also ein Drittel sozusagen von dem Ganzen. Und der war zwar immer proppevoll, aber der hat halt gereicht. Und jetzt habe ich halt dreimal so viel Platz. Also mal sehen, ob ich das wirklich voll bekomme. Dann haben wir hier ein großes Fenster und hier all mein Stuff in Kisten mehr oder weniger. Aber hier ist halt noch eine riesige Ecke. Also wenn ihr mal seht, wo ich jetzt hier stehe, am Rand vom Bett, ist noch so viel Platz in diesem Schlafzimmer. Und ich plane hier eine Art Nähecke zu machen, also mit einem Tisch und vielleicht noch ein Regal dazu, wo ich dann alle möglichen Utensilien dafür einordnen kann. Ja, das wäre eigentlich übelst nice und ich habe gedacht, dass das die beste Idee ist, die ich mit dieser Ecke anfangen kann, weil ansonsten ist es halt einfach nur ganz viel Platz, der irgendwie verschenkt ist und ich meine, noch mehr Kleider, Schrank, Möbel brauche ich nicht wirklich. Hier kommt noch ein Nachtschrank oder so hin. Ja, und ansonsten mal gucken, wie ich das Ganze auch dekomäßig einrichte. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aktuell ist die einzige Deko eigentlich Totoro, der hier mein Kopfkissen bewacht. Wie bereits erwähnt, ist das Badezimmer das älteste bzw. unrenovierteste Zimmer in diesem Haus. Und wie ihr seht, ist es komplett grün. Das Badezimmer ist klein, aber fein und wahrscheinlich auch gewöhnungsbedürftig. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich kann euch das Grün vielleicht mal von näher zeigen. Ja, wie man dieses Badezimmer am besten so einrichtet, dass es gut aussieht. Der Duschvorhang, den ich jetzt aktuell habe, passt nicht so ganz hier rein, finde ich. Dafür passen diese kleinen Behälterchen, also diese Dinger, wo man da so Zeugs reinmachen kann, schon relativ gut. Das muss man sich aber einfach genau überlegen, wie man das am besten anstellt.
Ja, wie man am besten mit diesem Grün hier umgeht. Ich bin ganz froh, dass der Fußboden wenigstens weiß ist und das Waschbecken und auch die Toilette sind weiß. Von daher kann man schon mal ein bisschen so mit Weiß-Grün arbeiten und irgendwas aus diesem Zimmer machen. Aber ja, mal sehen, was sich hier einrichten lässt. Viele Schränke kann man leider auch nicht hinstellen, weil hier überall diese Anschlüsse sind. Das heißt, hier könnte man nicht wirklich was hinstellen, außer vielleicht noch was Kleines. Aber eigentlich soll da noch ein Handtuchhalter hin. Und ansonsten, ja, muss ich auch einen neuen Duschkopf noch kaufen, beziehungsweise diese Halterung dort, weil keine Ahnung, wie die das vorher gemacht haben, aber die ist irgendwie ziemlich kaputt. Ja, und dann mal gucken, was aus diesem Badezimmer so wird. Und zu guter Letzt befinden wir uns im zwar größten, aber noch leersten Zimmer dieser Wohnung, und zwar das Wohnzimmer. Ihr hört es vielleicht, es hallt ein bisschen mehr als in den anderen Zimmern. Und ja, hier steht aktuell einfach noch nicht wirklich irgendwas an Möbeln. Hier ist eine auseinandergebaute Schrankwand, die ich von den Vormietern abgekauft habe. Wobei ich mir noch nicht zu 100% sicher bin, ob die mir wirklich gefällt. Aber ich habe sie erstmal. Ja, und ansonsten, ja, wie ihr seht, ist dieses Zimmer relativ groß, bietet viele Möglichkeiten. Hier hinten ist Müll. Ja, ich habe geplant, halt hier diese Wohnwand, beziehungsweise vielleicht irgendwann auch nochmal eine Art, ja, Lowboard oder irgendwie eine andere Wohnwand hinzumachen, die mir vielleicht ein bisschen mehr gefällt. Mal schauen. Dann wird es hier ein Sofa geben, das sozusagen mit der Kante dort von dem Fenster, beziehungsweise der Heizung abschließt, und hier hinten bleibt dann noch eine Ecke übrig, wobei ich noch nicht genau weiß, was damit passiert. Aber ich finde es immer ein bisschen doof, wenn das Sofa so weit weg vom Fernseher steht. Also das ist aktuell mein Fernseher, das wird vielleicht auch nochmal neuer, dann ist das auch nochmal größer. Aber trotzdem finde ich es irgendwie schöner, wenn man näher dran ist. Und deswegen hatte ich überlegt, das Sofa halt hier mit der Heizung abschließen zu lassen. Und dann kann man immer noch sehen, was man dann mit dieser Ecke hier anfangen kann. Ja, hier in die Ecke soll mein Schreibtisch kommen. Also eigentlich war hier eine Telefondose. Also ich kann mal kurz daran gehen. Hier war eigentlich eine Telefondose, wo ich dachte, dass ich da mein Internet anschließen kann. Aber die war komplett leer. Da waren keine Kabel, nichts dahinter. Und jetzt ist es da vorne angeschlossen sozusagen. Trotzdem kommt aber hier dann der Schreibtisch sozusagen hin. Ich fand das eigentlich eine ganz gute Ecke, weil hier eben noch ein Fenster ist und dann irgendwie noch ein paar Regale, noch einen Schrank, wo man Unterlagen reinpacken kann, etc. Und ja, irgendwie ist dann immer noch so viel Platz in diesem Raum. Also ich weiß nicht, hier kann man dann noch mal ein bisschen Schränke hinstellen. Einen Esstisch möchte ich eigentlich in das Wohnzimmer nicht unbedingt stellen. Der soll halt in der Küche sein, weil zu 90% werde ich hier alleine vielleicht mal zu zweit essen, und da lohnt es sich einfach nicht für mich, einen großen Esstisch für irgendwie 4 Personen oder so hier ins Wohnzimmer zu stellen. Ich finde, da kann ich andere Dinge mit diesem Platz anfangen. Was genau, das ja, steht dann halt noch aus. Ja, ansonsten wird es wahrscheinlich ein paar Schränke werden, wo man Sachen reinpacken kann. Irgendwie will ich auch gucken, dass ich eine kleine Videoecke habe, also eine Art Hintergrund, vor der ich Videos machen kann. Aber das ist ja eher, ja, relativ easy irgendwo im Hintergrund, an der Wand, ein bisschen Deko oder sowas. Das ist ja nicht so, dass ich dafür Unmengen an Platz brauche. Und ja, das ist sozusagen der Plan für das Wohnzimmer. Und eine Sache im Wohnzimmer möchte ich euch noch zeigen. Und zwar ist das der Balkon. Und insgesamt rundet der Balkon dieses super schöne Wohnzimmer mit den ganz vielen Fenstern nochmal richtig gut ab. Und ja, es gefällt mir einfach so gut. Und ich bin echt, ja, ich freue mich drauf, all die Ideen, die ich habe, für dieses Wohnzimmer umzusetzen. So, und das ist eigentlich schon alles von meiner Wohnung. Es gibt da noch einen Keller natürlich dazu, wo man noch einige Sachen unterstellen kann. Ja, aber es ist eine super schöne Wohnung, finde ich. Es ist meine allererste Wohnung, in der ich komplett alleine wohne. Also ich habe bisher ja viel in WGs gewohnt oder in Japan eben in einem super kleinen Zimmer, 13 Quadratmeter, wo das Bad mit drin war. Und es ist einfach mal cool, jetzt sich so eine Wohnung leisten zu können und wirklich auch in so einer Wohnung alleine zu wohnen und sagen zu können, ich mache alles so, wie mir gefällt. Ich freue mich da richtig doll drauf, das hier alles einzurichten und so. Also
Ja, es ist ein neuer Lebensabschnitt sozusagen und ja, es ist einer, auf den ich mich sehr freue. Ich bin auch mal sehr gespannt, wie ich all diese Ecken füllen werde, wofür ich jetzt schon Ideen habe, aber irgendwie noch nicht so ganz entschlossen bin. Und wenn ihr irgendwie eine Idee habt, wo ihr meint, Anne, das musst du unbedingt machen, könnt ihr mir da gerne mal Vorschläge machen, was man vielleicht noch mit dieser Nähecke, sag ich mal, jetzt anfangen könnte. Oder auch diese Ecke da im Wohnzimmer neben dem Schreibtisch, hinter der Tür sozusagen. Ja, also ich bin da sehr offen, aber so ein bisschen meinen Plan im Kopf habe ich schon und ich stelle mir das echt cool vor und freue mich wirklich, dann jetzt Möbel zu kaufen, das einzurichten. Das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, deswegen, ich fange an, mich zu wiederholen. Deswegen beenden wir das Video jetzt. Ich hoffe, euch hat es irgendwie gefallen und ihr freut euch auf ein Video, wo ich euch dann am Ende zeige, wie alles aussieht, wenn es fertig ist. Wird ein bisschen dauern. Aber ich freue mich schon sehr darauf, dieses Video dann zu filmen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Cinematic-mäßig. Und ja, also bleibt gespannt auf so ein Video. Und damit sage ich erstmal Tschüss für heute. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in meinem nächsten Video.